Sagtest du April Ryan? Ja. Kennst du sie? Nein, ich kenne diesen Namen nicht. Ben Ream, die Gastwirtin, riet mir, mit einer Minstrom Magda zu sprechen. Und um Magda zu finden, muss ich erst mit dem blinden Bob sprechen, fragt sich nur, wo dieser sich wieder aufhält. Ich weiß nur eins, ich muss nach Hause, ohne Wenn und Aber. Wie heißen Sie? Ben Ream Salmin. Ich bin die Besitzerin und die Wirtin dieser Gastwirtschaft. Ich habe sie von dem Geld gekauft, das ich mit ehrlichem Handel im Südland, Tabak, Wein, Sklaven verdient habe. Ich stamme aus dem Südland. Ich bin nicht nur Wirtin, Kind. Ich bin eine Seherin. Ach, es ist merkwürdig. Ich sehe viele Wege, aber alle sind dunkel. Ich kann nicht viel sagen, außer Schicksal. Das Schicksal hat dich heute Nacht hierher geführt. Du bist sehr stark im Schicksal, nicht wahr? Bevor wir uns auf die Suche nach dem blinden Bob begeben, muss ich erst einmal betonen, wie sehr ich mich freue, jetzt wieder mitten in Mercuria sein zu dürfen, und ich darf mich frei bewegen, wenn auch nur gefühlt, aber boah, ich kann meiner Freude gar keinen wirklichen Ausdruck verleihen. Wow. Kümmern Sie sich nicht um mich, guter Herr oder gute Frau. Ich bin nur ein armer, alter, blinder Bastard. Kann nirgendwo hin und habe nichts zu essen. Das hörte sich doch nach einem blinden Mann an. Ich bin ein blinder, armer, alter Bastard. Bist du etwa... Spenden Sie zum Wohle des armen, blinden Bob. Und Sie werden im nächsten Leben bestimmt eine Belohnung Ihrer Wahl erhalten. Da haben wir es, der blinde Bob. Er hat sich gerade selbst offenbart und man sieht es auch seinen Augen an. Vielleicht können wir dir auch auf andere Art und Weise weiterhelfen. Irgendwann, hier, an diesem Ort. Zoe ist eh noch total überfordert mit der Situation. Ben Ream sagte, dass ich diesen blinden Bob draußen finden würde. Könnte er das sein? Er sieht blind aus. Wie gesagt, er hat es gerade offenbart. Er hat seinen Namen genannt. Ein Almosen für einen alten, blinden Bastard ohne Heim und Herd? Es tut mir leid, ich habe kein Geld. Ah, gut. Ich werde dir ein Geheimnis verraten, Süße. Blinder Bob ist glücklich, dass er weder Heim noch Herd hat. Hat die, die ihn hassten, verlassen, um eine Bettlerkarriere zu beginnen. Eigentlich ist es das Leben eines Königs. Freiheit, frische Luft, keine Fesseln, kein Stress, keine verdammten Steuern. Ist dir nicht kalt? Glaubst du? Doch nein. Hatte so etwas Ähnliches wie einen Unfall mit einem Feuertalisman, als ich ein kleiner Junge war. Das hat mich dauerhaft erwärmt. Ist übrigens wirklich angenehm. Aber wie sieht es mit deiner Blindheit aus? Das kann doch nicht gut sein. Oh, das ist nur theoretisch. Theoretisch? Ich hätte blind sein können. Hatte einen Unfall mit einem Zauberspruch, als ich ein kleiner Junge war. Meine Augen verbrannten fast. Aber es ist nicht so. Nein, nein. Hat mein Gesicht um eine Meile verfehlt. Hätte meine Augen ausbrennen können. Das hätte wirklich sein können. Somit bin ich theoretisch blind. Natürlich. Theoretisch blinder Bob ist kein anständiger Name für einen Bettler. Ich verwende heutzutage nur blinder Bob. Das bin ich. Oh, okay. Hallo. Ich muss das erstmal sacken lassen. Ja, dies ist natürlich nur in einer magischen Welt wie Acadia möglich. Theoretisch blinder Bob. Kann ich dir eine Frage stellen? Ja klar, kannst du mich etwas fragen. Entweder antworte ich oder nicht. Grund genug. Ich suche nach jemanden. Der Gastwirt sagte, du könntest sie kennen. Ihr Name ist... Halten wir es so, Süße. Wie du mir, so ich dir. Das sind die Regeln. Was meinst du damit? Wenn du willst, dass blinder Bob dir einen Gefallen tut, tust du zuerst ihm einen. Ich stelle mir gerade vor, wenn ihn dieser Talisman auch dauerhaft wärmt. Das muss in den Sommermonaten ganz schön unangenehm sein. Und wir wissen ja, dass in Mercuria nicht nur der Wind davor herrscht, da wir ja Mercuria schon mit April Ryan besucht haben, innerhalb der wärmeren Monate. Einverstanden. Was willst du? Du weißt doch, dass ich kein Geld habe. Nun, Süße, du scheinst mit der alten Ben Ream gut auszukommen.
Sie macht einen starken Würzwein. Gerade das Richtige für einen kalten Wintermorgen. Aber Ben Ream ist nicht gut, auf den blinden Bob zu sprechen, weil er auf ihrer Eingangsstufe sitzt. Sie gibt ihre Waren nicht gerne her, wenn sie nicht die entsprechende Bezahlung erhält. Du willst Würzwein? Eine Flasche wäre schön, Süße. Das ist ein guter Stoff, gemacht mit Mrs. Mullins Spezialgewürzen. Würzwein gemacht mit Mrs. Mullins Spezialgewürzen? Fein. Ich werde sehen, was ich tun kann. Oh, danke, Süße. Du hast einen theoretisch blinden Mann glücklich gemacht. Almosen! Theoretisch blinder Bob. Für einen armen, ich glaube es nicht. Blinden Bastard. Vielleicht können wir ja noch ein paar Passanten hier ansprechen. Ach so, was ich noch sagen wollte. Ben Riem meinte ja also die Gastwirtin, dass die Reisenden hauptsächlich im Journeyman ankommen. Du liebe Güte, noch eine Reisende. Warum kommen sie immer hier an? Und jetzt schauen wir nochmal auf den Namen dieses Gasthauses. Der Journeyman, es könnte wohl nicht passender sein. Trägt er aufgrund dessen diesen Titel? Wer weiß? Der reisende Mann, warte, dich will ich noch zuvor ansprechen. So hungrig, so blind. Ein er scheint in Eile zu sein, irgendwo hinzukommen. Naja, Eile sieht irgendwie anders aus. Also meines Erachtens. Ich muss dieses Buch zurück in die Bibliothek bringen. Aber Sie haben das Tor von Cold Stone aus Sicherheitsgründen geschlossen. Oh weh. Das habe ich mir schon gedacht, aber warum? Es ist so eine Plage mit diesen Kontrollpunkten. Früher war es nicht so. Wie soll ich je dieses Buch rechtzeitig in die Bibliothek zurückbringen? Wer hat die Kontrollpunkte eingeführt? Kannst du uns das sagen, guter Mann? Ich muss sagen, dass ich einige Änderungen, die von den Azadi eingeführt wurden, missbillige. Warum trauen Sie uns nicht zu, diese Stadt selber zu leiten? Azadi? Wer sind die Azadi? Abkömmlinge der Neura? Der Tyran? Ich muss ja, dieses Buch zurück verstanden. In die Bibliothek bringen. Ich habe verstanden, guter Mann. Soll ich erst diese Wache ansprechen? Nein, wir fragen Ben Ream nach den Würzweinen. Kümmern Sie sich nicht um mich. Und danach kann ich mich noch Richtung dieses Tores bewegen. Ich bin ein armer, alter, blinder Bastard. Kann nirgendwo hin und habe nicht... Tja, der blinde Bob, der theoretisch blinde Bob, scheint vielleicht des Öfteren Gäste zu vertreiben, wenn er sich auf der Stufe dieses Gasthauses immer aufhält. Hallo, Ben Ream. Hallo? Ja? Oh, du bist es. Was kann ich für dich tun, mein Kind? Ohne Würzwein keine Information vom blinden Bob. Ich sprach mit dem blinden Bob, aber er wollte mir nichts erzählen. Ah ja, wie du mir, so ich dir. Wenn du dem blinden Bob eine Chance zum Handeln gibst, nimmt er sie wahr. Würzwein? Er will Würzwein. Gemacht mit, Mrs. Irgendwie oder so. Gewürzmischung. Frau Mullins Spezialgewürze. Mullins. Für einen Bettler ist der blinde Bob sehr wählerisch. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Wenn ich Minstrel Magda nicht finde, kann ich nicht nach Hause. Und wenn ich nicht nach Hause kann... Beruhige dich, mein Kind. Ich werde dir helfen, so gut ich kann. Ich habe Rotwein und ich kann ihn heiß machen. Es fehlen mir nur noch diese Gewürze. Ich sollte heute Morgen eine Lieferung erhalten. Aber es ist noch niemand da gewesen. Und ich kann den Gasthof nicht verlassen, um sie zu kaufen. Vielleicht soll ich die Gewürze für dich besorgen. Wenn du willst... Ich kaufe meine Gewürze bei einem Händler am Südtor. Sein Stand ist die erste Marktbude links, wenn du die Ayreed-Allee runtergehst. Sag ihm nur, dass Ben Ream dich schickt und du die Bestellung von Frau Mullins Spezialgewürzen abholen willst. Und erwähne, dass ich enttäuscht bin, dass er seine Lieferung nicht wie vorgesehen erledigt hat. Ich werde in der Zeit, während du weg bist, schon etwas Wein erhitzen. Vielen Dank. Ist schon gut, mein Kind. Jetzt geh schnell. Warte, wie komme ich zum Markt? Der schnellste Weg würde durch Old Town führen, aber sie haben ihn heute Morgen geschlossen. Du wirst den langen Weg außen herum gehen müssen. Geh Richtung Osten zum Turm. Wenn du den Turmplatz erreichst, geh Richtung Süden. Das wird dich auf die Ayreed-Allee bringen. Geh den Weg entlang, er wird dich zum Südtor führen. Osten, dann Süden. Okay, danke. Ich glaube, das können wir uns gerade so merken, aber warte mal, das war ja noch nicht alles. Ich... hatte doch noch mehr Optionen. Ich möchte das Gespräch gerne weiterführen. Hallo? Was? Was meinst du mit Deutsch, Zoe? Wenn das hier eine andere Welt ist, warum spricht hier jeder Deutsch oder Englisch oder was auch immer? Okay, darauf gehe ich jetzt gar nicht näher ein.
Wie kommt es, dass hier jeder Deutsch spricht? Deutsch? Nein, mein Kind. Wir sprechen Altang, wie du. Was? Altang. Naven. Es ist die allgemeine Sprache unserer Welt. Aber wir sprechen doch gerade Deutsch, richtig? Nein. Naven ist eine magische Sprache. Sie kann ziemlich rasch von allen erlernt werden, die wissen, wie man zuhört. Wirklich? Also, wie? Ich kann eine magische Sprache sprechen? Das ist ja unglaublich. Unglaublich? Nein, es ist ganz normal, mein Kind. Genau, das ist ja der springende Punkt, den ich auch so interessant finde, dass Zoe von Anfang an die Allsprache Altong beherrscht. Also im Vergleich zu April. Das hatte ich ja schon im vorherigen Part näher ausgeführt. Und was mich jetzt stört, ich habe eine Kritik zu äußern und das reißt mich schon ein wenig aus der Immersion raus. Muss ich zugeben. Das hat aber mit dem Spiel nicht an sich zu tun. Oder ich möchte nur betonen, dass die Entwickler hierbei keine Schuld tragen. Es geht um die Synchronarbeit. Und zwar geht es um das Synchronstudio. Und ich verstehe nicht, warum man sich hierbei nicht an den ersten Teil orientiert hat. Dabei geht es mehr um die nicht einheitlichen Begriffe. Wie zum Beispiel, dass die Allsprache auch als Allsprache weiterhin verwendet wird und nicht wie hier im Englischen belassen wurde. Oder, das haben wir nämlich auch schon zu hören bekommen, dass das Gleichgewicht nicht als Gleichgewicht eben benannt wird, sondern als Balance. Gut, wenn man den ersten Teil gar nicht kennt, ist es ja überhaupt nicht störend und wird eher verwirrt sein, sollte man The Longest Journey nachholen. Aber ich finde es irgendwie störend, dass man sich hierbei nicht an der Synchronarbeit des ersten Teils orientiert hat. Ich meine, inhaltlich ist ja alles richtig. Es wurde ja nicht arg inhaltlich verändert, aber die Begrifflichkeit selbst stört mich daran. Und das ist es ja, dann behält man die englischen Begriffe bei und bezeichnet aber die verwendete Sprache hier als Deutsch. Das ist meines Erachtens irgendwie keine runde Sache. Wie gesagt, entweder lag es an dem geringen Budget, das vorhanden war, dass man dahingehend nicht mehr investieren konnte, an einer schlechten Regiearbeit, an dem nicht verstandenen Kontext. Es ist schade, aber es schmälert den Inhalt des Spieles nicht. In der englischen Fassung wird das natürlich alles anders sein und weitaus angepasster. Da wird es auch eher unproblematisch sein. Oder dass Begrifflichkeiten ja auch unterschiedlich ausgesprochen werden. Vielleicht muss ich mir das auch wieder zurechtdrehen, dass die Tyran oder scheinbar die jetzt herrschende Macht namens Azadi ja auch Einfluss auf die Sprache genommen hat und Begriffe eben in ihrer Tonalität verändert wurden. Wie auch immer. Ist halt so. Wie gesagt, ich möchte es nochmal betonen, das hat nichts mit Funcom und Ragnar Tornquist an sich zu tun. Das ist ja eigentlich außen vor. Nun gut, aber wir wollen ja wieder zurück zum Spiel und wir haben natürlich noch Millionen Fragen. Besser gesagt, Zoe hat Millionen Fragen, die wir jetzt alle nicht zu beantworten wissen. Es wird wahrscheinlich Minstrum Magda tun. Ich habe so viele Fragen über diesen Ort. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Du solltest mit Minstrum Magda anfangen, wie ich es dir sagte, mein Kind. Okay, das mache ich. Gut, wir haben verstanden, also erst nach Osten und dann nach Süden. Ich sollte mich auf den Weg machen. Hast du schon mit Minstrum Magda gesprochen? Natürlich nicht. Nein, noch nicht. Wir reden weiter, wenn du mit ihr gesprochen hast, Kind. Ja, natürlich. So, dann raus mit uns. Ach, ich freue mich aber einfach jetzt, Makuria erkunden zu dürfen. Ich wollte aber, bevor wir uns nach Osten bewegen, also hier entlang. Kümmern Sie sich nicht um mich, guter Herr oder gute Frau. Guter Herr oder gute Frau, wir sind nicht so wirklich identifizierbar. Genau, wollte ich mit ihm hier nochmal sprechen. Er bewacht das Tor. Ach nein, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich habe gedacht, er macht hier einen Brunch, entspannt sich. Entschuldigung, was ist mit diesem Tor? Es ist geschlossen, tritt zurück. Ich habe keinen Schritt gemacht. Du bist gerade dabei, das Azadi-Kriegsrecht zu übertreten. Geh weiter. Okay, na schön, ich gehe schon. Weil ich dich anspreche? Warte mal, aber... Hier, der beschwingliche Herr, was ist mit dir ein Charakter? Ich möchte mit dir reden. Das Geschäftsleben ist erblüht, nachdem uns die Azadi mit ihrer fabelhaften Technologie gesegnet haben. Ich werde bald einen neuen Shop eröffnen. Sind diese Dampfmaschinen nicht wundervoll? Sie machen das Leben so viel leichter.
Was aber, wenn sie jeden Tag ein- oder zweimal ausfallen? Keine Opfer, kein Fortschritt. Verstehe, verstehe. Warte mal, nicht weglaufen. Was ist das? Oh klar, dieser Zugang ist komplett versperrt. Bist du noch da? Wir werden uns oder gleich mit dir beschäftigen. Mal abwarten. Ach, da bist du ja wieder. Ich werde diese Maschinen aus Sadia importieren. Und Makuria wird bald in das moderne Zeitalter der Dampftechnologie eintreten. Okay, du bist quasi ein Unternehmer. Und hier haben wir ja solch eine besagte Dampfmaschine. Was erzeugt sie? Strom? Sie müssen diese Dampfmaschinen gerade erst installiert haben. Sie sehen nagelneu aus, aber sie passen einfach nicht in das mittelalterliche Aussehen dieses Ortes. Wer hat diese hier überführt? Also sind die Asadi natürlich Verfechter, Anhänger oder Abkömmlinge der Neuerer? Sie wollen die Welt der Technologie mit der Welt der Magie verschmelzen lassen. Also es wirkt einfach so Schritt für Schritt, vielleicht reformweise, aber doch eher auf totalitärer Ebene, mein Eindruck. Ich meine, dieser Wächter, ja, du kommst da nicht durch, guter Mann, mit dem Buch. Das hattest du uns ja schon mal offenbart. Dieser Weg ist verschlossen. Das hatte uns dieser Wächter dort hier deutlich gezeigt. Kriegsrecht. Ich muss mich erstmal überall umschauen. Okay, ich bin schon wieder vom Weg abgekommen, weil ich mich wieder komplett ablenken lasse. Aber Ablenkung kann auch ganz nützlich sein. Auch dieser Weg ist eben versperrt. Ich weiß, wir müssen in die komplett andere Richtung laufen. Der Verkehr scheint sich zu stauen. Niemand kommt durch. Er sieht nicht sehr glücklich aus. Du bist auch ein Händler. Du willst wahrscheinlich zum Markt oder raus aus Makuria? Wohin willst du, guter Mann? Mögen die Sechs mir Kraft geben. Als ob dieser Morgen nicht schon schlecht genug angefangen hätte. Was willst du, Mädchen? Information. Erzähl mir nichts, ohne genau zu überlegen. Ich bin nicht in der rechten Laune für müßiges Geschwätz. Aber ich... Magische? Ha, verdammte Ghetto-Ratten. Und diese Rebellen? Sie sind eher wie Terroristen, wenn du mich fragst. Nicht ein Tag vergeht, ohne dass diese Unruhestifter uns Ärger bereiten. Sie sollten mit einem Boot hinaus aufs Meer gebracht werden, damit sie ehrliche Menschen nicht belästigen, die versuchen, ein redliches und gutes Leben zu leben. Nennen sich Freiheitskämpfer, diese Terroristen. Wegen ihnen hänge ich hier fest. Wieder einmal. Freiheit. Ha! Freiheit für wen? Für was? Es ist nicht typisch für die Asadi, dass sie uns gefangen halten. In der Tat ist das Leben ein gutes Stück besser als in den Zeiten, bevor sie kamen. Falls dies hier Unterdrückung ist, habe ich kein Verlangen, befreit zu werden. Okay. Entschuldige, dass ich dich gestört habe. Du bist nicht das Einzige, was mich belästigt. Dann gehe ich jetzt. Auf Wiedersehen. Wenn du diesen Verkehrsstau mitnehmen könntest, wäre ich noch glücklicher, dich gehen zu sehen. Falls das möglich ist. Wir sollten uns verziehen. Das bringt dir nichts, uns mit diesem Mann zu unterhalten. Er ist sehr unglücklich und mit den Nerven am Ende. Freiheitskämpfer. Ich kann mir vorstellen, wer Teil oder Mitglied dieser Freiheitskämpfer ist. April... Ryan. Ebenso der junge Mann, der sich im Gasthaus hier im Journeyman aufgehalten hat, als wir angekommen sind und von Ben Reem begrüßt wurden. Dieser Bryn, hieß der so? Bryn? Bryn? War doch dabei, als April mit den Asadi die erste Auseinandersetzung hatte, soweit ich mich erinnern kann. Bryn, bleib dicht hinter Chuan. Das kriege ich hin. Es ist mir egal, ob du deine Klinge wie ein Igainon-Schwerttänzer schwingst. Wir sind nicht zu Hause. Diesen Vorteil haben wir diesmal nicht. Die Asadi kommen immer tiefer und tiefer in den Norden. Wenn wir 10 von ihnen töten, kommen 20 hinterher. Trotzdem müssen wir sie töten. Sie sind nicht unbesiegbar. Das ist nicht der richtige Weg, Bryn. Wir brauchen einen besseren Plan. Ich kann es nicht erwarten, endlich die Stadt zu sehen. Wenn sie annähernd so ist, wie du sie beschrieben hast, April, dann muss sie erstaunlich sein. Es ist lange her. Die Dinge ändern sich. Und sie werden im nächsten Leben bestimmt eine Belohnung ihrer Wahl erhalten. Auf zum Markt. Ja, wir brauchen Gewürze.
hier lagert Militär, nicht wahr? Die Leute hier sehen nicht so sehr anders aus. Man denke sich nur die Kleidung weg und sie... Nein, lassen wir ihnen die Kleidung lieber. Gute Idee, warte mal. Ich komme morgens gerne hierher, um den Turm zu bewundern. Ist er nicht umwerfend? Und noch vor einer Dekade stand hier nur ein alter, schwacher Tempel. Ich sage nicht, dass ich alles billige, was die Azadi tun, aber ich mag ihren Stil. Also stammt diese Architektur von ihnen? Ich sage nicht, dass ich alles billige, verstehe. Was die Azadi tun, aber ich mag ihren Stil. Es wirkt alles so orientalisch. Schaut wie ein übergroßes Gotteshaus aus, also wie eine übergroße Moschee, meines Erachtens. Aber warum lagert hier so viel Militär? Können wir diesen Turm betreten? Steht er unter Kontrolle der Azadi natürlich, sonst würden hier keine Wächter sein. Es heißt, es wären neue Rekruten unterwegs. Ich wäre froh, ein paar neue Gesichter hier zu sehen. Mit Glück werde ich bald an einen wärmeren Ort versetzt. Und wo befindet sich dieser wärmere Ort? Innerhalb des Turms? Es heißt, es wären neue Rekruten unterwegs. Ja. Ich wäre froh, ein paar neue Gesichter hier zu sehen. Oh, hier hat's wieder ein bisschen gehakt. Mit Glück werde ich bald an einen wärmeren Ort versetzt. Diese Wächter stechen wirklich hervor. Man kann sehen, dass sie nicht aus dieser Gegend stammen. Im Turm hält die Abgesandte Gericht. Sie leitet die Azadi-Verwaltung hier im Norden. Die Abgesandte der Azadi. Das muss die Stadtmauer sein. Und wenn wir uns hier runter bewegen, dann Richtung Markt, nicht wahr? Naja, dieser Turm wird nicht einfach so zu betreten sein. Nur Leute reinen Blutes sind ohne Eskorte dort drinnen erlaubt, Bürger. Du brauchst korrekte Papiere, falls du einen Termin wünschst. Wir sind aber kein Mensch zweiter Klasse, was heißt hier? Tut mir leid, Bürger. Nur Azadi reinen Blutes dürfen den Turm ohne Termin oder besondere Papiere betreten. Azadi reinen Blutes? Okay. Die Menschen und Wesen werden hier strikt unterteilt. Es ist eine deutliche Mehrklassengesellschaft. War dies vorher auch der Fall? Wenn, dann nicht so ausgeprägt. Können wir dieses Gerüst betreten? Aber ich komme schon wieder vom Weg ab. Ist wahrscheinlich noch nicht allzu wichtig. Ich will mich erst ein wenig umschauen. Hier wird Brennholz gelagert. Aber ist eigentlich nicht so sinnvoll, denn es wird ja feucht durch den fallenden Schnee. Oder besitzen die Azadi Brennholz im Überschuss? Möglich wäre alles. Aber diese Ornamente gefallen mir. Also die Architektur hat wirklich was, aber diese Übergröße ist auch ein Zeichen von Macht. Wir bringen Frieden und Fortschritt auf diesen Kontinent. Es ist nur eine Frage der Zeit. Frieden und Fortschritt. Naja, friedlich schaut es hier nicht wirklich aus, aber ihr nutzt wahrscheinlich den Krieg als Mittel zum Zweck, nehme ich an. Der Bau unseres glorreichen Turms wird bald vollendet sein. Die Neuerer versprechen den Leuten Macht und Reichtum und Zufriedenheit. Aber sie planen nur Tod und Vernichtung.